Wir sind hier bei den Ehrengründen. Wir haben in der letzten Folge diese beiden Quests hier gemacht. Warum geht das nicht gescheit auf? Ja, es kam heute ein Update. Wir haben heute Mittwoch, den 11.09. Wir mussten hier drei verschiedene Mobs killen. Und hier bei der Quest mussten wir 15 Angreifer töten. Gut, gehen wir beide ab. Wir sind weit weg vom Reich. Wir sind von Gefahr. Eine Kerze in der Dunkelheit. Tötet Elric Light in den Ehrengründen in Heilsturz. Oh, schöner Ring. Vorsicht ist angebracht. Lass Aleria die leeren Blase ausschalten. Elric glaubt, die Schatten retten ihn. Er soll sehen, wie wahre Macht aussieht. Ja, mach, komm. Jetzt! Der Todesstoß! Und jetzt ihn getötet. Die Vorbotin hat von euch gesprochen. Echt? So. Warum hilft eigentlich von den anderen keiner mit? Vorbotin, verlasst mich nicht. Ja. Komm mal her. Die hatte ich nur benutzt. Ein Arati nur mit solchen Monstern im Bunde sein. Die heilige Flamme ist verloren. Rückzug! Nein. Wir können nicht stets vor der Dunkelheit fliehen. Die Angst überschattet den Glauben. Belidar mag uns geleitet haben. Doch retten wird er uns nicht. Steht mir gegen den Schatten bei. Zeigt dieser Vorbotin die wahre Kraft der Arati. Und wenn ihr gegen die Dunkelheit fallt, was machen wir dann? Wie es immer heißt, Generalin. Das Licht kommt zurück. Selbst wenn jemand anderes die Fackel trägt. Wir sind Sucher des Lichts. Auf uns ruht die Hoffnung. Tief im Herz des Schattens. Gemeinsam weisen wir den Weg. Absolut geil erzählt. Absolut geil erzählt. So, geben wir ab. Geweihte Reinigung. Richte die Ehrengründe in Heilsturz her. Und hier, die Flamme brennt noch. Schaut nach Überlebenden der Arati in den Ehrengründen in Heilsturz. Wir tragen die Flamme ins Unbekannte. Was sprecht mit Überlebenden Arati? Ich werde mein Volk schützen. Okay. Als ich Elrics Verrat erkannte, verzweifelte ich. Ich zog mich zurück. Flammen. Wie Kobis sonst. Aber Anduin ist doch gar kein Arati. Was Ferin sagte. Ach, seht nach Anduin. Vielleicht lag ich falsch dabei. Ist das Licht von mir weg. Das war optional jetzt, diese beiden Sachen. Gut. Was hier noch? Sieht nach Ferin und Aleria. Ein Lampenanzünder bringt Hoffnung. Aleria, was ist passiert? Jahrelang unterdrückte ich die Leere in mir, aus Sorge, sie könnte meinen Nächsten schaden. Als Dalaran fiel, nutzte ich meine Macht nicht.
Jemand anderes zahlte den Preis. Wie Elric wähnt sich Xalatarth hinter ihren Schatten in Sicherheit. Sie irrt sich, denn ich kann ihre Macht gegen sie wenden. Ich werde alles tun, um ihre Bedrohung zu beenden. Okay. So, wir sollen hier aufräumen und nach 5 Überlebenden suchen. Ist nur die Frage, wie räume ich hier auf? Hier. Ah ja, okay, das gibt 8%. Das gibt auch 8. Okay, heißt, wir müssen jetzt einfach nur ein bisschen suchen. Da drüben sind Überlebende. Fremdlinge sind eine willkommene. Ihr habt gekämpft, um eure Liebsten zu beschützen. Ach, und da kann ich nur einen von denen ansprechen. Ist ja auch Blödsinn. Ja, das müssen wir eigentlich gleich fertig haben. Hier ist ja so viel Zeug, was hier rumhängt und hier liegt. Und die haben wir wieder hingestellt. Das zwei noch, dann haben wir es fertig. Die heilige ihr lebt noch, das ist ein Anfang. Bleibt wachsam. Das untere. So, die beiden noch, dann haben wir die erste Quest fertig. Okay, gut. Dann würde ich sagen, um etwas schneller voranzukommen, fliegen wir das ab. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Es tut mir sehr leid um eure Freunde. Hier drüben. Wie furchtbar, das tut mir leid. Ihr hattet keine Wahl. Er musste seine Schwester töten. Die Kolbis haben nichts als den Tod verdient. Schön, dass... Ja, ich habe jetzt falsch geklickt. Ich wollte eigentlich das andere klicken, aber ist ja eigentlich egal. Segnet uns mit einem Sieg. Euer Mut im Dunkel hat den Tag gerettet. Der Tag der Dunkelheit änderte alles. Die Dunkelheit kommt. Generalin, die Neruba, sie haben bei Lichtschanze eine neue Front aufgemacht. Okay. Die letzte Front reist nach Lichtschanze in Heilsturz. Unsere heilige Mission. Flammen! Arati! Hier unten. Lichtschanze ruft um Hilfe. Wir bringen Hoffnung in die Dunkelheit. Also, ganz ehrlich. Ich hatte ja eigentlich vor, hier zuerst die Hauptkampagne zu machen, dann die Nebenquests. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich zuallererst die komplette Hauptkampagne fertig spiele, weil ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich will unbedingt, ich weiß nicht, was das ist. Lydias Langmut wurde überrannt. Wir müssen ihnen Zeit erkaufen, bevor die Abrechnung starten kann. Wir verlieren so viel. Falltürfederung. Tötet 15 Neruba in Lydias Langmut in Heilsturz. Wir brauchen die Fremden, um die Arati zu retten. Auf Reserve. Helf 5 Reservisten der Arati in Lydias Langmut in Heilsturz. In meinem Herzen. Getreue! Heute sind wir die Mauer. Gemeinsam stehen wir gegen die Dunkelheit. Okay. Wir müssen die Dorfbewohner evakuieren, bevor uns die Abrechnung bombardiert. Also hier unten jetzt. Ach, gucke an. Da ist wieder eine Spinne. Und wir suchen uns natürlich wieder die mit weniger Leben aus. Da sind welche zum Retten. Die Wärme der heiligen Flamme.
Und da kommt natürlich einer mit viel Leben. Naja, egal. Also mir kommt es immer so vor, als wäre der Schlag, den ich nach diesem, keine Ahnung, was es war, Verheeren, also was es hier nach Wilderbiss, Verheeren genau, dass der Schlag nach Verheeren extrem hart ist. Ist hier jemand drin? Nö. Ach, ich krieg angezeigt, wo die sind. Okay. Auf uns ruht alle Hoffnung. Das ist einer mit weniger Leben. Das ist auch sehr nett. So, da drüben ist noch einer. Auf uns ruht alle Hoffnung. Ja. Was haben wir hier? Aufgewühlte Erde. Das ist aber kein Schatz. Was bist du denn für ein Vieh? Ein Käfer, offensichtlich. Oh. Da haben wir aber eine Menge jetzt von dem gekriegt. Okay. Machen wir mal ein bisschen schneller hier, ne? Wir brauchen jetzt noch den und dann den da hinten. Okay. Echt jetzt? So, wir brauchen noch einen. Dadurch, dass wir eh nur noch einen retten müssen, passt das sehr gut. Alle sind evakuiert. Die Neruba sammeln ihre Streitkräfte für den nächsten Angriff. Rückzug! Ach, die sind hier oben. Schnell, bevor uns die Neruba überrennen. Ja, ist doch gut. Wir können uns vor dem Bösen nicht immer mit der Ruhe, ne? Seid stark. Ein Leuchtfeuer in der Finsternis. Der Aufstieg der Abrechnung. Geht an Bord der Abrechnung und tötet 150 Neruba. Ach, ich muss hier drauf. Wir müssen hier sofort raus. Wo ist Anduin? Anduin! Das Licht kommt zurück. Selbst wenn jemand anderes die Fackel trägt. Thank you.
Alter, wollen die mich verarschen? Seht ihr Anduin? Sie haben ihn erwischt. Keine Ahnung. Mist! Sie dürfen Meryl da nicht erreichen. Auf sie! Wollen die mich verarschen? Die können doch jetzt nicht Anduin töten. Also das geht langsamer als sonst. Was macht das? Ruf Ferin zum Angriff auf, sodass ich... Okay. Ja, ich sehe hier nicht gescheit. Die Truppen von Xalatath sollen ihre eigenen Schatten zu schmecken bekommen. Hä? Wo denn hin? Bewegt die Ansicht um das Schiff herum, um mehr erspähen zu können. Oh je. Da unten bitte. Das ist zu weit entfernt. Ja, zu weit entfernt, genau. So, wir brauchen nicht mehr viel. Und wir sind fertig. Wartet! Wir wissen nicht, was da unten ist. Verstärkung ist unterwegs. Wir könnten warten. Wir verlieren seine Spur. Ihr habt recht. Diese Monster sollen für alles bezahlen, was sie getan haben. Okay. Die kennen wir schon aus dem Video zu The War Within. Also zum ersten Teil. Okay, gut, dann würde ich sagen, hier drüben können wir auch noch eine Quest annehmen. Wir machen dann in der nächsten Folge hier weiter.